Hallo liebe Pollen-Kunden! Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie Android auf dem Odroid XO3 installieren. Zuerst öffnen Sie Ihren Internetbrowser und geben hardkernel.com in die Suchleiste ein. Anschließend klicken Sie auf den Reiter Downloads und wählen das OS Image Flashing Tool für Windows aus. Nun geben Sie den Sicherheitskey ein und klicken auf Download. Zunächst öffnen Sie das heruntergeladene Textdokument und kopieren die Internetadresse. Anschließend öffnen Sie einen neuen Tab und fügen die Adresse ein. Nun laden Sie den Win32 Disk Imager herunter. Im Anschluss daran erstellen Sie einen neuen Ordner, zum Beispiel mit der Bezeichnung Installer. Anschließend entpacken Sie die Datei in diesen Ordner. Zunächst wählen Sie das Android-Betriebssystem aus. Nun geben Sie den Sicherheitskey ein und klicken auf Download. Zunächst öffnen Sie das heruntergeladene Textdokument und kopieren die Internetadresse. Anschließend öffnen Sie einen neuen Tab und fügen die Adresse ein. Nun laden Sie die SD-Installer-Datei herunter. Zunächst erstellen Sie einen neuen Ordner, zum Beispiel mit der Bezeichnung Android. Im Anschluss daran entpacken Sie die Datei in diesen Ordner. Nun stecken Sie eine SD-Karte in Ihren Cardreader ein und starten den Win32 Disk Imager. Anschließend wählen Sie die Android-Image-Datei aus und verwenden den Laufwerksbuchstaben der SD-Karte. Im Anschluss daran klicken Sie auf Write und bestätigen die Formatierung. Nun stellen Sie den Schalter 1 auf Off, um von der SD-Karte aus zu booten. Zuletzt schließen Sie die Tastatur und Maus, ein Netzwerkkabel, die SD-Karte, ein HDMI-Kabel und ein Netzteil an den Odroid an. Das Betriebssystem startet nun. Überzeugen Sie sich selbst von dem Odroid XO3 Einplatinencomputer. Ihr Team von Pollen Elektronik.